Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier. Und vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt: Mensch, wie schaffe ich es eigentlich, ja, dass ja, ich mein Geschäft, mein Network-Marketing-Geschäft so aufbauen kann, dass Menschen ja von sich aus auf mich zukommen, bei mir kaufen, bei mir Vertriebspartner werden, ohne dass ich den Leuten hinterherrennen muss, ohne dass ich sie überreden muss, sich eine Präsentation anzuschauen und so weiter. Ja, vielleicht hast du dich auch mal gefragt, Mensch, wie geht man denn da am besten vor? Und gerade wenn ich jetzt neu, ja, im Network Marketing starte, wie fange ich denn da gleich zu Beginn am besten an? Und da möchte ich dir in diesem Video ja meine Antworten dazu geben. Schau, die meisten fangen ja im Network Marketing an und dann bekommen sie in der Regel von ihrer Upline gesagt: Mensch, erstell doch mal eine Liste. Und ja, und das ist im Prinzip eine der zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. Du kannst zum einen hergehen, eben wie gesagt, diese Liste erstellen mit lauter Menschen drauf, die du im, ja, entweder sehr eng kennst oder im entfernteren Umfeld hast, und kannst dann diese Menschen ansprechen. Das hat gerade zu Beginn den Vorteil, dass du sofort Erfahrung sammelst und direktes Feedback aus dem Markt bekommst. Du siehst also auch, wo sind die Schwierigkeiten zu Beginn. Und das ist natürlich ein toller Erfahrungsschatz, den du dann später auch an deine Teampartner weitergeben kannst. Das ist also im Prinzip einer der Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist, dass gerade Freunde, Bekannte, Familie und so weiter, dass die dich natürlich schon kennen, dir vertrauen und du so natürlich auch deine ersten Kunden gewinnen kannst und ja natürlich auch dementsprechend ja es leicht hast, deine ersten Erfahrungen zu sammeln, und so hast du natürlich auch gleich deine ersten Erfolge. Ja, du hast also schnelle Erfolge und du hast halt, wie gesagt, den Vorteil, dass du entscheiden kannst, wie viele Menschen am Tag ja deine Präsentation sehen, weil du ja proaktiv auf die Menschen zugehst. Ja, die ganze Sache hat aber natürlich auch einen Nachteil, zum ja, oder vielleicht sogar drei, ja, wenn man es genau nimmt. Zum einen ist es unheimlich zeitintensiv, ja, weil du musst ja mit jedem Menschen erstmal einen Termin vereinbaren, musst mit jedem Menschen sprechen, Produkt erklären und so weiter. Das machst du ja bei jedem Menschen, mit dem du Kontakt hast, beziehungsweise den du auf dein Geschäft ansprichst. Und der zweite Nachteil, also erstens zeitintensiv, der zweite Nachteil ist dann ja auch ganz klar, dass du halt, ja, wenn du mal nicht aktiv bist, ja, dann hast du auch kein Ergebnis. Bedeutet, wenn man es jetzt in der Jägersprache nimmt, wenn du nicht zur Jagd gehst, dann wirst du auch nichts erleben. Das heißt, keine Jagd, keine Ergebnisse. Und das hat häufigste Problem an der ganzen Geschichte ist, du hast ja diese Liste erstellt und viele Menschen sind gerade zu Beginn, wenn sie Network Marketing starten, häufig in der Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit, dass sie ja auch nach Empfehlungen fragen. Ja, auch wenn sie es gezeigt bekommen, machen es viele einfach nicht, weil sie sich irgendwie als Bittsteller etc. fühlen. Und ohne Empfehlungen ist natürlich irgendwann die Liste leer und ohne Liste keine neuen Kontakte und ohne neue Kontakte kein Business. Bedeutet, Liste leer, Business aus. So, und das ist das Problem bei dieser Vorgehensweise. Heißt aber nicht, dass sie nicht funktioniert, weil wenn du es schaffst, Empfehlungen zu generieren, kannst du natürlich diesen Kreislauf immer am Laufen halten, aber hat, wie gesagt, dann noch den Nachteil, zeitintensiv. Und ja, und du hast halt ja nicht nur den Zeiteinsatz, sondern ja, musst halt auch immer auf die Jagd gehen, sozusagen. Ja, die zweite Möglichkeit, ja, die du hast, und das ist die, die ich dir empfehlen würde, ist gutes Marketing. Ja, und gutes Marketing bedeutet Content erstellen. Warum Content? Content ist ja wie so ein Asset. Ja, das ist wie so ein immer oder ist wie so ein Verkäufer, den du dir anstellst, oder ein Mitarbeiter, den du dir anstellst, der immer und immer wieder ja für dich arbeitet. Schau, wenn du heute zum Beispiel ein Investment tätigst in Form von Aktien, ja, oder Aktienfonds, dann ist die Dividende dein Ertrag, der immer und immer wieder kommt. Und ja, beim Marketing ist es eben halt Content, ja, weil der Content ist wie eben, wie gesagt, so ein Mitarbeiter, der dir immer wieder neue Interessenten bringen kann. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Stell dir mal vor, du hast jetzt 40 Videos, so wie dieses hier. Ja, du schaust dir das jetzt gerade an und vielleicht entscheidest du dich sogar, weitere Informationen anzufordern, und das Ganze natürlich kostenlos. Ja, findest du übrigens unten in der Beschreibung. Also falls dich das interessiert, aber das nur so am Rande.
So, und jetzt stell dir vor, du hast 40 solche Videos und jedes Video bringt dir einmal in der Woche einen, ja, Lead oder generiert dir einen Lead, dann sind es 40 Leads pro Woche. Ja, also 40 Interessenten, ja, die du weiter kontaktieren kannst, per Mail anschreiben kannst, etc. pro Woche. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das vielleicht sogar pro Tag, dann wären das 40 Leads pro Tag, ja, die immer und immer wieder weiter für dich arbeiten. Also deswegen ist für mich die zweite Möglichkeit eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern es ist die Möglichkeit, die für mich am sinnvollsten erscheint und ist, ja, weil ich hier meine Zeit eben am besten quasi einsetzen kann. Ja, das ist der sinnvollste Umgang mit der Zeit, ja, in diesem Bereich. So, und jetzt ist ja die Frage, okay, wie kann ich jetzt aber am Anfang dann vorgehen? Also du hast die zwei Möglichkeiten, ja, du gehst proaktiv auf Menschen zu, also klassische Namensliste, Kontaktdatenbank und gehst auf die Menschen zu. Zweite Möglichkeit ist dann ein bisschen passiv, ja, weil du natürlich abhängig davon bist, wenn Menschen auf dich zukommen. Aber dafür hast du natürlich deine Zeit sinnvoll eingesetzt und alles, was du tust, kann immer und immer wieder weiter für dich arbeiten. So, und jetzt möchte ich dir gerne an dieser Stelle ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du das Ganze in die Praxis umsetzen kannst. Wichtig ist Voraussetzung. Die grundlegende Strategie ist, wenn man es so nennen will, oder Vorgehensweise ist, du bekommst mehr Content, mehr Informationen im Austausch gegen deine E-Mail-Adresse. Bedeutet Leadmagnet gegen E-Mail-Adresse. Du erstellst also einen Leadmagneten, zum Beispiel so wie ich das hier habe, das perfekte Sponsorsystem. Ja, spricht, löst ein gewisses Problem für eine Zielgruppe. Und hier, wenn das interessiert, kann sich eben kostenfrei diesen Report und Minikurs quasi sichern. So, im Gegenzug gegen die E-Mail-Adresse. So, und das hat natürlich den Vorteil, ja, dass ich diesen Lead-Magneten eigentlich in allem, was ich tue, mit ins Spiel bringen kann. Ja, du kannst übrigens nicht nur einen Lead-Magneten haben, du kannst ja auch mehrere haben. So, und deswegen, du könntest zum Beispiel einen eigenen Blog erstellen, ja, in dem du regelmäßig Content veröffentlichst. Das ist aber eher eine langfristige Geschichte, wird dir also keine kurzfristigen Ergebnisse bringen, sondern eher dann mittel- bis längerfristig, also wird schon ein paar Monate dauern. Aber dafür kann dann zum Beispiel dieser Artikel immer und immer wieder in der Google-Suche gefunden werden. Menschen kommen auf die Seite, ja, klicken hier drauf, tragen sich ein, fordern sich den Lead-Magneten an. Du kannst aber auch das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Und auf diese Strategie möchte ich jetzt ein bisschen mit dir, oder die will ich mit dir jetzt mal kurz durchgehen und anschneiden. Eine Strategie ist zum Beispiel, dass du live gehst. Ja, das kann Facebook Live sein, Instagram Live, Telegram Live, also überall, ja. Du gehst live, ja, gibst ein paar Tipps für deine Zielgruppe. Solltest natürlich dann deine Zielgruppe dementsprechend auch kennen. Ja, machst also Content, gibst Mehrwert und am Ende des Live verweist du dann eben auf den Blogartikel beziehungsweise auf deinen Lead-Magneten. Ja, gehst dann her und sagst, Mensch, ich habe für dieses Thema speziell für dich ein tolles Angebot kreiert, kannst du kostenfrei anfordern. Ja, klick hier einfach in der Beschreibung auf den Link oder schau in den Kommentaren nach, wie auch immer. Ja, so, und dann wird der Lead-Magnet, das wird automatisch ausgeliefert, so baust du deine Liste auf, die du dann natürlich automatisiert auch wieder nachverfolgen kannst, die Interessenten oder dann dementsprechend halt einfach immer wieder deine Messages dann an deine Liste versenden kannst. Das ist ein Weg, also live gehen, ja. Ein anderer Weg ist zum Beispiel mit Facebook-Gruppen zu arbeiten. Du kannst dir zum Beispiel eine Gruppe erstellen, ja, kannst Menschen einladen zu dieser Gruppe. Dort gibst du weiteren Content und hier hast du auch wieder mehrere Möglichkeiten, auf deinen Lead-Magneten zu verweisen. Du kannst hier zum Beispiel in der Beschreibung, ja, Gruppenregeln und so weiter definieren und kannst dann hier entweder für dein Business werben, du kannst hier Links zum Lead-Magneten eben reinnehmen. Oder wenn du zum Beispiel dann neue Gruppenmitglieder hast, du kannst hier einen Feature-Post machen, ja, der ist dann quasi immer ganz oben fixiert, also jeder, der der Gruppe beitritt oder den du hinzufügst, der kann dann im Prinzip diesen ersten ja, Beitrag sofort sehen. Und du kannst dann aber auch noch hergehen, zum Beispiel neue Mitglieder willkommen heißen und dann dort einfach den Link
zu diesem Post reinmachen. Ja, das geht ganz einfach, indem du zum Beispiel hier auf rechte Maustaste gehst und dann Adresse des Links kopieren. Dann gibst du das hier einfach in die Browserzeile, beziehungsweise machst den natürlich dann in deinen in deinen Willkommenspost für alle neuen Mitglieder, wo du die auflistest rein, und die gelangen dann eben, wenn sie auf den Link klicken, ja, kannst dann schauen, herzlich willkommen, wir begrüßen unsere neuen Mitglieder, listest du alle auf, verlinkst die und hast dann unten hier deinen Willkommenspost drin, und die werden dann im Prinzip gleich ja zu diesem Post weitergeleitet, und du siehst hier, herzlich willkommen, ja, du bist nicht sicher, wie du starten sollst, und dann können die hier diese Schritte durchgehen, ja, und so kannst du dann darüber eben Leads generieren. Eine super einfache Geschichte, funktioniert übrigens nicht nur bei Facebook, sondern hier jetzt auch bei Telegram zum Beispiel. Wenn du einen Telegram-Kanal oder eine Telegram-Gruppe hast, dann hast du hier die Möglichkeit, eine Nachricht anzuheften und kannst es genauso machen, ja, und jeder neue Partner, der kann dann, jedes neue Gruppenmitglied kann dann quasi diesen Post lesen, entweder indem sie hier draufklicken. Oder du machst eben halt, wie gesagt, begrüße neue Mitglieder, machst dann den Link zu eben diesem Post rein. Und auch hier siehst du dann, wenn man draufklickt oder dann eben in der Nachricht, sind hier dann quasi die Lead-Magneten hinterlegt. Ja, also so kannst du im Prinzip schnell Leads generieren. Ist übrigens auch alles, was ich dir bis jetzt gezeigt habe, komplett kostenfrei. Weitere Möglichkeit, die ebenfalls kostenfrei ist, ist zum Beispiel YouTube. Auch hier, du erstellst Content in Form von Videos für deine Zielgruppe, hilfst denen, ihre Probleme zu lösen, und dann kannst du hier unten in die Beschreibung quasi deine Lead-Magneten platzieren und verweist dann einfach im Video auf den Lead-Magneten. Also wie gesagt, wenn du jetzt das Video guckst, schau einfach mal bei mir in die Beschreibung, und dann kannst du dort weitere Informationen anfordern, natürlich komplett kostenfrei für dich. Also das ist aber nur so by the way. Also funktioniert bei YouTube, also überall, wo du im Prinzip Content veröffentlichen kannst. Wenn du einen eigenen Podcast hast, kannst es genauso machen, ja. Letzten Endes muss man einfach immer nur das Prinzip dahinter verstehen. Das Prinzip ist immer weiterführende Informationen, hilfreiche Informationen im Austausch gegen die E-Mail-Adresse. Und du musst es natürlich dann auch in deinen Videos, Podcasts, wie auch immer, in deinen Blogbeiträgen, musst du es halt einfach kommunizieren. Die nächste Möglichkeit ist einfach Social Media allgemein, ja. Also du erstellst Posts, ja, so wie hier zum Beispiel neuer Blogpost online oder hier ein Video, ne, oder so ein Bildchen hier, und dann kannst du in diesem Bild was dazu schreiben und kannst dann hier auf deine Bio verweisen, jetzt bei Instagram zum Beispiel, und wenn dann jemand auf deine Bio klickt, dann findest du hier mehr Infos, ja, klickt hier jemand drauf, wird er weitergeleitet auf zum Beispiel diese Seite hier, kann sich Gratis-Content dann dementsprechend anfordern, auch wieder, wie gesagt, du kannst auch mehrere Lead-Magneten haben, aber es reicht voll und ganz, wenn du einen hast, ja, und mit diesem dann dementsprechend startest. Also funktioniert dann kannst du bei Facebook machen, bei jedem, im Prinzip auf jedem Social Media Kanal, ja, weil die ja alle ja mittlerweile ähnlich funktionieren. Genau, und dann bleibt dir natürlich noch die Möglichkeit, übrigens auch in den Stories, ja, und nur um das jetzt der Vollständigkeit halber nicht zu vergessen, wenn du deine Stories machst, dann hochswipen und dann eben halt auf deinen gratis Content hier dementsprechend verlinken. Eine weitere Möglichkeit ist dann zum Beispiel, wenn du Budget hast, ja, wenn du monatlich Geld für Werbeanzeigen verwenden kannst, ist natürlich dann auch die Schaltung von Werbeanzeigen, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads. Hier hast du halt einfach den Vorteil, dass du komplett automatisiert oder automatisch, ja, Leads generieren kannst, weil du kannst Anzeigen schalten, jemand, der die Anzeige liest, klickt drauf, holt sich deinen Lead-Magneten und hast einen neuen Lead generiert. Ja, so, also ich hoffe, ich konnte in dem Video auch wieder einiges an Tipps mitgeben. In diesem Sinne, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Schau dir auch die nächsten Videos hier an. Ich werde auch hier gleich noch ein Video dann dementsprechend verlinken. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wie gesagt, unterhalb des Videos findest du die Lead-Magneten. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.